So, Leute, Real Talk Part 3 wieder mit Sandra. Wir werden direkt weiterlegen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Viele Leute haben natürlich geschrieben, spannend, mach weiter, mach weiter. Und wir werden auf jeden Fall ganz viel Content für euch releasen. Was willst du lernen? Wo geht deine Richtung hin? Was willst du? Ne? Spür doch mal in dich rein, was du willst. Ne? Dass wir das wieder lernen können, das ist möglich. Aber ist es mal aufgefallen, wo das möglich ist? Bei Eltern, die meistens das Selbstvertrauen haben, wie du. Eltern, die selber sich selber in ihren Urvertrauen sind und wirklich das Leben leben, was sie gerade leben. Weil du lebst ja gerade das Leben, was du lebst. Das heißt, dein Sohn ermöglichst du, das Leben zu leben, was er leben möchte. Das Problem ist, der Vater hat dann seinen Realabschluss gemacht, hat dann seine Ausbildung gemacht als Maler und Lackierer, weißt du, was ich meine? Und komplett sauer, weil hätte ich doch auf Papa gehört. Der hat doch immer gesagt, mach Abitur, dann kannst du studieren. Und jetzt will er dasselbe für seinen Sohn. Aber das ist seine Vorstellungskraft. Und das ist, was der Sohn dann nicht versteht, der sich unter Druck setzt. Das war, der Lehrer hat gesagt, du, mach mal dein Abitur jetzt, ne? Und der Vater hat gesagt, mach mal Abitur, sonst bin ich echt enttäuscht von dir. Das heißt, der Sohn lebt nicht mehr in seiner eigenen Vision, sondern er lebt in seinem Papas Vision und in der von seinem Lehrer, weil der Lehrer meint auch, das Studium ist gut und du bist ja begabt, du kannst ja, just so, aber der will was ganz anderes. Und du bist nichts wert in deren Augen, du wirst deklariert abgestuft, wenn du das nicht machst, bist du nichts wert und du wirst verglichen mit anderen Personen. Das heißt, du kommst gar nicht in die Lage, mit dir selbst zu sein. Und in diesem Kreislauf sind fast alle Menschen gefangen. Genau. Und gefangen. Da wieder rauszukommen, das kannst du, die meisten schaffen das tatsächlich, es ist sehr spannend, wenn sie wirklich die Hölle gesehen haben. Genau. Na, das macht wenn mit sie dir das Tiefste der genau. Dunkelsten. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder verlässt den Planeten, weil du es nicht durchhältst, oder du sagst, und jetzt bin ich dran. Das ist jetzt meine Chance, die nutze ich jetzt für mich, ne? Und ich entscheide mich voll für das Leben, ne? Und drehe alles um. Das heißt, wenn ich alles umdrehe, ne, bin ich bereit, alles zu verlieren, um alles zu bekommen. Genau. Das heißt, ich lasse los, ganz viel. Ich lasse Menschen los, Menschen verlassen mein Leben, die mich plötzlich nicht mehr verstehen, weil ich anders denke. Genau. Ne, das passiert. Woher kommt das aber? Warum bist du mit jemandem 10 Jahre, 15, 20 Jahre befreundet, ne? Und dann fängst du auch an, über dich hinauszuwachsen. Also wir erleben das ja beide. Mhm. Ja? Also ich glaube, jeder, der an einem gewissen Wachstum teilnimmt, erlebt das. Dann hast du die alten Freunde, die irgendwann aus ihren Löchern kommen und sagen, du, Sandra, irgendwie macht es mit dir keinen Spaß mehr. Wo ist denn die alte Sandra? Lass uns doch mal wieder ein Weinchen trinken. Also was ist denn das Problem? Bist du ernst geworden, du? Weißt du? Aber du guckst zurück und sagst, die letzten 15 Jahre war ich nicht glücklich. Jetzt bin ich aber super glücklich. Warum passiert das für die Leute da draußen? Weil ich habe auch Jugendliche, die mir schreiben und sagen, ey Coach, seit 70 Tagen kein Zucker, kein Alkohol. Ich trainiere jeden Tag, aber ich habe echt Probleme mit meinen Jungs. Also ich komme mit denen nicht mehr klar und das sind meine Brüder, das tut mir voll weh. So, und leider sind wir da dann auch nochmal gefangen. Weißt du so? Ich habe zum Beispiel das kann man ja so sagen, mit Jam. Hab ich zum Beispiel jetzt auch vom Podcast, hat er mir geschrieben, hat mir eine richtig geile Nachricht geschrieben, eine süße Nachricht, weil er am Anfang auch ein bisschen Sorge hatte. Was denken die Jungs? Was denken seine Jungs? Und aber er hat nur positives Feedback bekommen. Verstehst du, sagen wir? Und wir denken oft zu sehr darüber nach, was denkt der oder was denkt der, weil es ist Schnuppe scheißegal. Weil solange du im Machermodus bist, lass dich von niemandem aufhalten. Weil Macher machen und Versager werden immer rumlabern und immer zu nörgeln haben. Verstehst du? Das heißt, wenn die Menschen in deinem Umkreis nicht zufrieden mit deinem Wachstum sind und du aber ins Spiegel guckst und du sehr zufrieden bist mit deinem Wachstum, dann geh weiter. Weil die richtigen Leute werden mitgehen und sagen, weißt du was, mach weiter so. Weil deine Mutter wird kommen und sagen, du, was ist mit dir passiert, mein Sohn, du hast schon 20 Kilo abgenommen, endlich trinkst du nicht mehr, endlich hängst du nicht mehr mit den Versagern rum, verstehst du, weil das ist alles, was zählt. Menschen, die dich lieben und wirklich für das nehmen, was du bist, sind an dein Wachstum interessiert und sind daran interessiert, mit dir zu wachsen und sagen, ey, weißt du was, ich fange auch an, Sandra, mit den Ketonen, ich fange jetzt auch an, Sport zu machen, weißt du, und diese Leute hat man. Und meistens sind das neue Leute. Mhm. Weil das Universum sortiert für dich aus. Das nennt man Recycling. Und das ist der Kreislauf des Lebens, des wahren Lebens. Kreislauf ist nicht, ich bin meinen Kollegen loyal, weil wir seit dem Kindergarten zusammen waren und er hat schon mal das für mich gemacht und er hat schon mal, als die Bullen da gekommen sind, hat er für mich da... Nein, der Junge ist immer noch am Saufen. Der Junge macht immer noch Scheißdinge. Ihr seid jetzt 27, es reicht.
Es reicht. Werd mal ein Mann und löse dich mal von den Sachen, die dir nicht gut tun. PlayStation spielen, Pornos gucken, Zucker fressen, Weiber hinterherjagen, immer nur Geld hinterherjagen. Macht was Ordentliches mit eurem Leben. Sorgt dafür, dass ihr von innen nach außen erstmal gesund werdet. Weil das ist alles, was zählt, ist dieses Mentale, weil ihr habt nur dieses eine Leben. Ich habe erlebt, dicke Range Rover, dicke dies, dicke das. Was bringt das? Bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Wenn ich jetzt Range Rover fahre, fahre ich es mit Bewusstheit. Verstehst du? War es mit Bewusstheit, mit Dankbarkeit. Weißt du warum? Weil ich fahre den, um den zu nutzen und nicht um jemanden zu beeindrucken mehr. Ich lebe nicht mehr im Aus, weil es interessiert mich nicht, was jemand denkt. Ich laufe jeden Tag mit dieselben Klamotten rum. Guck mal hier, Risse. Diese ist die älteste Hose, die ich hier habe. Die trage ich jeden Tag. Das interessiert mich gar nicht. Was sollen die Leute von mir denken? Ob ich nackt bin oder nicht? Das ist mir scheißegal. Ich bin, wer ich bin und ich gucke jeden Tag ins Spiegel, jeden Morgen, wenn ich um 4.44 Uhr aufstehe und denke, Alter Magga, bist du das? Sag mal, geil, geile Sau, mach weiter so, los geht's, Morgenroutine. Und wir haben, was wir haben, ist echt die verdammte Pflicht. Wenn wir wirklich etwas auf dieser Welt verändern wollen, dann haben wir die verdammte Pflicht, erfolgreich zu sein. Genau. Und dieser Erfolg fängt mit dir selbst an. Richtig. Du wirst niemals im Außen erfolgreich sein, wenn du mit dir selber nicht erfolgreich bist. Und wir haben die Pflicht, unseren Nachkommen gegenüber erfolgreich zu sein. Wir haben die Pflicht zu sagen, ich reiße meinen verdammten Arsch zusammen und ich sage sowas selten. Ne? Und gehe vorwärts und bin erfolgreich, um meinen Nachkommen zu zeigen, ey, arbeite alles an dir und zeig nicht mit deinem Finger auf andere Leute. Genau. Lass es einfach bleiben, weil das ist das, was dich stark macht. Richtig. Arbeite an dir und kann dich von außen niemand mehr erschüttern. Und ganz wichtig ist in dem Prozess auch, das ist für mich auch, ich bin auch im Prozess, fällt mir auch unwahrscheinlich schwer, umgib dich mit Leuten, die dich fördern und die dich begeistern und denen du folgen kannst und nicht mit Leuten, die dich runterziehen. Richtig. Ne? Nimm nicht die Energie von Menschen, die dich kaputt und kleinreden. Genau. Nimm die Energie, die sagen, ey, komm, auf geht's und noch einen Schritt. Mhm. Ne? Und das merkst du auch im Training. Ne? Es gibt kaum Personen wie uns beide, die Training und Fasten miteinander verbinden. Nee. Kaum einen. Nee. Ne? Und wenn du im Training bist und sagst, ey, ich kann nicht mehr. Noch einen mehr. Ich habe das sowas von verinnerlicht, sowas von, ne? Ich will einfach jeden Tag 1 oder 2% besser werden als gestern. Progressiv. Und das erkläre ich. Man muss mit allen Sachen progressiv rangehen. Guck mal, es reicht nicht nur, jeden Tag 15 Minuten zu lesen. Nach einem Monat oder zwei musst du auf 18 Minuten hoch. Und ich rede nicht über große Sprünge, sondern ich rede über kleine, feine Schritte, die, wenn du 5 Monate zurückguckst, sagst, Alter, okay, gut. Weil ich habe hier zum Beispiel eine Liste von all meinen Steigungen, weißt du, die ich jetzt zum Beispiel für mich im Training mache. Also ich notiere alles. Das ist halt so wichtig zu verstehen. Guck mal, da gehst du zurück bis zum 20. November, weißt du so. Nee, das ist heute. Aber es ist jetzt 16 Wochen zurück, weißt du? Und dann hast du hier die Sets und dann gehst du ein paar Wochen später zurück und dann hast du dieselben Sets mit mehr Gewichten, mit mehr Steigerung, weißt du? Und du gehst 16 Wochen später vor und das sieht aus wie ein Riesensprung. Mhm. Aber wenn ich jetzt von Woche zu Woche dir zeige, was für Sprünge ich gemacht habe, manchmal einen kleinen Schritt zurück, manchmal einen kleinen Schritt zurück, da habe ich extra rote Ausdingsrufezeichen, weil es ein schlechter Tag war und habe das notiert als ein schlechter Tag in der Woche, damit ich mich halt immer wieder daran erinnere, wie wichtig das ist, diese kleinen Schritte einzuhalten und vor allem nicht zu groß nach vorne zu springen und zu sagen, okay, gut, ich will unbedingt den Handstand lernen, jetzt mach ich, einfach geduldig. Und schau, wenn du das auf die anderen Bereiche jetzt noch projizierst, wenn du es auf die Ernährung für deinen Körper, dass der Körper von innen quasi gut versorgt ist, ne? Und wenn du es aufs Training projizierst und auch noch auf deine Mentalität, auf deinen Geist projizierst, dann kommst du nur gemeinsam vorwärts. Genau. Du kannst keinen zurücklassen. Du kannst die Seele nicht zurücklassen. Du kannst den Körper nicht zurücklassen. Es wird nichts. Das ist dieser Trugschluss, dem ganz viele aufsitzen. Und das ist auch dieser Trugschluss, heute bin ich krank, ich fühle mich nicht gut, ich mache heute keine Einheit. Richtig. Habe ich auch immer gedacht. Gesellschaftlich akzeptiert, du hast heute Migräne, leg dich hin, bleib den ganzen Tag im Bett. Nein, ich habe das ja mit meinen Zahnschmerzen jetzt auch. Genau andersrum. Ja. Du musst rein und überall da, wo es weh tut, musst du rein. Und überall da, wo es noch mehr weh tut, musst du durch. Das ist dieses Ding, durch Schlüsselloch gehen. Richtig. Ne? Statt den großen Gang nehmen,
dich durch Schlüsselloch quetschen. Wir gewöhnen uns halt an dieses Versagen, wie gesagt. Und dieses Versagen überträgt sich auf alles. Auf jede Kleinigkeit. Auf, weißt du, sobald du dir selber, guck mal, weil du hast es vorhin schön gesagt, alles fängt bei dir selber an. Der Erfolg fängt bei dir selber. Wenn du im Innen Erfolg hast, wirst du im Außen Erfolg haben. Alles fängt in dir an. Alles. Loyalität. Loyalität zu dir selber, du kannst anderen loyal sein. Liebe zu dir selber, du kannst anderen Liebe geben. Das ist, weil viele Leute sind in einer Beziehung, in einer Partnerschaft oder beziehen voneinander und können gar nicht lieben. Weil sie sich selber nicht lieben. Du guckst in den Spiegel und denkst dir, Kelleck, weißt du so? Und dadurch fängst du an, auch deine Frau an ihr Makel. Und oh man, das gefällt mir aber nicht. Die Eide hat aber zugenommen. Aber du bist selber ein fettes Schwein. Weißt du, so redest du aber über deine Frau, dass sie zugenommen hat, aber bist selber. Also sie ist nicht gerade frisch aus mit deinen 35, 34. Weißt du so? Und das ist halt, wir haben Erwartungen an anderen Menschen und erwarten nicht an uns. Und es fängt halt alles bei uns, die Erwartung, Liebe, Loyalität, Erfolg, alles fängt bei dir selber an. Und ich habe auch für mich gemerkt, was sich bei mir und meiner Frau zum Beispiel geändert hat, ist, dass wir, das, oder besser gesagt, ich, ganz anders vorlebe. Also ich, es gibt nicht mehr etwas, was ich jetzt zum Beispiel sagen würde auf, du, sag mir mal, kannst du mal früher aufstehen oder kannst du mal auch um 5 Uhr, da gibt es gar nicht mehr. Ich tue einfach. Und dadurch wird automatisch gefolgt. Deshalb sage ich, die Leute, wenn du willst, dass deine Frau abnimmt oder fitter wird, dann wird doch erstmal selber fitter. So, dass sie irgendwann so zu dir hochschaut, dass sie sagt, du, Martin, kannst du mich mal mit ins Gym nehmen? Ich würde gerne mal abnehmen. Weil das ist das, was dein Erfolg sozusagen im Außen mit dir selber dann im Außen sich überträgt. Und dann hast du auf einmal das, was du eigentlich haben wolltest, aber gar nicht erwartet hast. Und dann ist es ein viel schöneres Gefühl, weil jetzt hast du einfach gemacht, weißt du, hast eine Bestätigung von deiner Frau, dass du wirklich hin bist, weil sie sagt, Alter, du siehst langsam fit aus. Ich fühle mich langsam unfit. Kann ich mitmachen? Soll ich mal ein bisschen gesünder kochen? Soll ich mal? Und das ist das, wo wir mehr hin müssen, ist einfach machen. Und wie gesagt, nicht mit dem Finger auf, sondern einfach mit dem Daumen auf dich selber und sagen, ey, weißt du was, ich tue jetzt einfach und ich mach. Ist dein Sohn faul und spielt nur PlayStation? Dann leb's vor. Weißt du, was ich meine? Ist deine Tochter arrogant und zickig? Dann leb doch mal vor. Nicht arrogant und zickig. Unsere Kinder sind Spiegel. Ist deine Frau unfit? Ja, dann tu doch mal was dagegen. Du bist doch Herr des Hauses. Verstehst du? Bist du unzufrieden, dass dein Mann so ein fettes Stück Schwein ist? Dann tu mir doch den Gefallen und koch doch ein bisschen sauberer und halt, verstehst du, anstatt selber dann auf Instagram rumzuscrollen, weißt du, und dir bessere Körper anzugucken und Profilen, oh, dein Freund, guck mal, wie heißt, weißt du, kümmere dich doch darum, leb es doch vor. Wir sind alle so faul und voller Erwartungen. Es gibt einen Ort, wo du tatsächlich den Finger nehmen kannst und zeigen kannst. Das ist der Spiegel. Genau. Das ist alles. Stell dich vor den Spiegel und zeig mit dem Finger auf dich selbst. Richtig. Und du wirst es nicht ertragen. Richtig. Du wirst es am Anfang nicht ertragen. Ja. Du wirst Angst kriegen, weil du weißt, wenn du auf dich zeigst und es ehrlich meinst, musst du etwas verändern. Und Veränderung tut weh. Veränderung heißt, ich muss mich hinterfragen. Ich muss meine bisherigen Dinge, wie ich sie gemacht habe, in Frage stellen. Ich habe also etwas falsch gemacht. Genau. Ne? Ich habe aber zu jeder Zeit die Möglichkeit, die Dinge neu zu ordnen. Ich will nicht mal sagen, richtig zu machen, sondern neu zu ordnen. Denn die Zukunft ist immer jetzt. Richtig. Ja. Jetzt. Jetzt. Genau jetzt. So. Na, das ist richtig, das ist ein Rhythmus. Jetzt. Jetzt. Mhm. Jetzt. Du kannst das wie so eine Eisenbahn. Ich habe das manchmal so, ich denke, jetzt. Na, und es gibt kein Morgen und es gibt kein Gestern. Gestern ist vorbei, das ist durch, das kannst du eh nicht mehr ändern, du kannst es nicht mehr rückgängig machen und morgen ist noch nicht da. Was du allerdings im Jetzt machst mit deinen Gedanken, das wird dein Morgen sein. Ja. Ein weiser Mann sagte mal, there is no tomorrow. Das war Apollo Creed, als er Rocky Balboa trainiert hat. Und das ist ein Spruch, den ich für immer so für mich sehr verinnerlicht habe, weil wir sind so beschäftigt und das hat mir wirklich mein Leben echt einfach gemacht und vor allem auf den Blick aufs Altwerden und Todwerden. Weil für mich gibt es morgen gar nicht. Es gibt nur das Jetzt.
So, du magst ein Alter auf mich packen, du magst sagen, und ich habe noch so und so viel, weil die Leute rechnen sich immer aus, oh, der Typ ist ja schon 50, der stirbt bald. Das habe ich schon von Jugendlichen gehört, weißt du, tatsächlich ist der Jugendliche aber 5 Jahre später an Prostatakrebs gestorben, weil er sich sein scheiß Leben lang nur scheiß ernährt hat. Und verstehst du, was ich sagen will? Und der alte Sack da, den er bepöbelt hat, lebt aber noch 40 Jahre. Das heißt, er überlebt ihn 3-mal noch. Und das ist die Moral der Geschichte, ist, there is no tomorrow. Es gibt nur das Jetzt. Weißt du, was tust du jetzt? Was tust du in diesem jetzigen Moment, dafür besser zu werden? Und ihr müsst euch vorstellen, guck mal ganz kurz, ne? Wir haben Krebsquote von über 50%. Und das sind wahrscheinlich, also die Zahlen, ich kann mir auch nicht mal vorstellen, dass die stimmen. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch erschreckender sind, weißt du? Das heißt, jeder Dritte in Deutschland wird auf jeden Fall mit Krebs konfrontiert werden, was sehr beängstigend ist, meiner Meinung nach. Das ist für mich die beängstigend. Vielleicht ist es bei mir eine Programmierung, weil meine Oma an Gehirntumor gestorben ist, weißt du so? Und ich einfach mehrere Menschen gesehen habe, wie die an Krebs gestorben sind. Und wenn meine Oma 2 Jahre vorher gesehen hätte, das war eine fitte Frau, weißt du, und dann hast du sie gesehen am Ende und das war auch, weißt du, echt schrecklich. Oder von Esther, die Omas auch, ey, die war so fit, so Dings. Und ich kann mich noch erinnern, wie die da im Bett lag und so, ich habe mich immer so gut ernährt. Aber du hast, wenn du guckst, okay, Sonnenblumenöl, es gibt so viele Faktoren, raffinierten Zucker, es gibt so viele Zucker und für viele ist es, ich habe mich so gut ernährt, aber es sind so viele Faktoren, die sozusagen bei Krebs verschwinden und viele hängen mit der Ernährung, vor allem mit der Psyche, Psyche und mit dem Selbstgerede, was wir uns selber einreden und ich kann nicht und ich bin nicht und das Leben ist hart und dies und das und das erzeugt halt auch natürlich ganz, ganz viel in uns und wie gesagt, ich bin einfach so krass fasziniert, wie das jetzt funktioniert, wie dieser Mindset bei mir, diese Umstellung war vielleicht die größte Umstellung, die ich je hatte, weil ich denke gar nicht über morgen. Ich habe manchmal so, früher habe ich über morgen ist das. Ich bin gerade hier in diesem Moment, sitze mit dir und genieße es, trinke meine Ketos und denke mir, Alter, was für ein geiles Leben. So, ich kann hier einfach gerade mit Sandra, einer krassen Person, die ich hier kennengelernt habe, Ernährungsspezialistin mit Pfeilfassen, einfach hier einen coolen Talk machen in ihrem Haus. So, Leute, Thema Biohacking, super spannend. Wir werden aber diesen Punkt abbrechen und werden euch nächste Woche wieder direkt mit dem Thema Biohacking konfrontieren. Das heißt, schreibt in den Kommis, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schreibt mich gerne an oder schreibt Body Rebellin an, so heißt sie auf Instagram, wir blenden das nochmal ein. Wir haben jetzt, wie gesagt, die nächsten Wochen werden wir uns sehr, sehr auf das Thema Ernährung, Gesundheit, Mindset fokussieren, Mindset und all das machen wir schon, aber wir werden ein bisschen tiefer reingehen, mit ein bisschen mehr Informationen, mit ein bisschen mehr Fakten. Wir werden nächste Woche, wie gesagt, Biohacking durchnehmen und dann nochmal die Leberentgiftung, was ich super wichtig finde, weil viele Menschen haben eine verfettete Leber, was zu sehr vielen Problemen führt, vor allem jetzt in der Weihnachtszeit, haben wir viele Herzinfarkte, die genau durch diese Themen Leberverstauung entstehen. Deshalb sehen wir uns nächste Woche. Chalas.